So, sind wir mit einem neuen Video zurück. Es geht heute um die Einstellungen für den Honeycomb Bravo in Datei 72/42 und um den SIM-Brief-Import des Flugplanes direkt in die MCDU. Gut, wir legen zuerst los mit der Throttle Configuration. Switchen mal ins Cockpit rein. Und ich hatte da auch Mühe am Anfang, hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Und ich zeige euch jetzt mal meine Einstellung, die so, finde ich, ganz gut klappt. Also als erstes gehen wir in die Steuerungsoptionen. Und dann empfehle ich euch, euer bestehendes Profil zu nehmen, Voreinstellungsmanager und das zu duplizieren. Wir nennen das jetzt mal ATR Video. Okay. Und dann als erstes hier unter Gashebel und Propeller umstellen auf alles und dann wirklich sämtliche bestehenden Bindings, die ihr habt, rausnehmen. Achsenzuweisungen, dass wir da wirklich mit einem sauberen Profil starten können und nicht noch irgendwas reinpfuscht. Das war nämlich bei mir zum Beispiel auch das Problem. So. Das sieht doch gut aus, also Propeller und Gashebel, da sämtliche Zuweisungen löschen. Gut, ich habe hier die beiden Airbus Schubhebel auf meinem Bravo drauf. Ihr könnt das auch mit den Original Default Schubhebel machen. Ich zeige es jetzt mit diesen heute. Meine Konfiguration hier mit den beiden blauen Hebeln nicht ganz realitätsgetreu, aber so kann ich eigentlich sämtliche Flugzeuge von General Aviation über Airliner von 1 Prop bis 4 Prop fliegen. Darum vielleicht diese ein bisschen komische Konfiguration. Ihr könnt euch das aber auch mit den ersten zwei als Schubhebel und den darauf folgenden zwei als Condition Lever einrichten. Also da seid ihr eigentlich völlig frei. Gut, dann legen wir los. Als erstes brauchen wir die Achse Gashebel 1 und 2. Wichtig hier, nicht 0 bis 100%, sondern Achse Gashebel 1 und Achse Gashebel 2. Klicken wir an, hier oben ins Feld, bewegen hier den linken Schubregler, validieren das Achse Gashebel 2. Nehmen wir hier den rechten Schubhebel, validieren das, dann könnt ihr hier die beiden Haken noch rausnehmen, dass die Achsen korrekt stimmen oder in die richtige Richtung laufen. Dann brauchen wir noch für den Reverse Thrust, brauchen wir noch den Gashebel 1 und Gashebel 2 verringern.
Das haben wir hier. Gashebel 1 verringern, das ist für den Umkehrschub. Da mache ich jetzt bei mir zuerst hier den Umkehrschubhebel und zusätzlich noch den Stick zurückziehen. Wieder zurück, validieren das. Das gleiche machen wir für Gashebel 2 verringern. Reverser einschalten. Ah, jetzt kommt mir gerade noch in den Sinn, dass bei mir genau hier, ich habe hier einen Kabelbruch von diesem Button. Das heißt, wir nehmen den Button. So geht jetzt das nicht. So, nochmal. Gashebel 2 verringern. Dann nehmen wir hier einfach diese Taste. Ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe hier einen Kabelbruch im Lever drin. Darum funktioniert dieser Schalter hier nicht mehr. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach diesen Button hier zum Zurückziehen. Wir müssen ja zwangsläufig den betätigen, sonst kommen wir hier gar nicht runter. Validieren das. Gehen hier mal auf Anwenden und Speichern und schauen mal kurz, was hier passiert. Das sieht gut aus. Reverser. Dann wieder zurück und jetzt haben wir genau hier eigentlich dieses Problem, dass wir erst noch Schub geben müssen. Das können wir eigentlich auch noch umschiffen, und zwar müssen wir noch auch unter Gashebel alle Energieverwaltung Gashebel, und zwar Gashebel 1 oder Gas weg, Gashebel 1, genau, Gas weg, Gashebel 1. Legen wir jetzt eigentlich wieder mit der Taste und der Taste, aber das soll er uns machen beim Loslassen. So. Validieren das. Das ist jetzt noch ein Bug. Ihr müsst noch mal rein. Ihr seht, es ist jetzt hier wieder beim Drücken. Das muss aber auf beim Loslassen stehen. Validieren das noch mal. Die gleiche Geschichte machen wir hier mit dem linken Reverse Thrust. Genau so. Validieren das, gehen noch mal rein auf beim Loslassen, speichern uns das, schauen mal, was da passiert. Reverser geht rein, Reverser geht raus. Hä? Dann fährt das nämlich hier wieder sauber in die Idle Position zurück. Gut, dann noch die Condition Levers. Auf alle Energieverwaltung, und dann haben wir hier den Propeller. Genau, da brauchen wir als erstes brauchen wir die Achse Propeller 1 und 2. Das sind die hier. Achse Propeller 1. Nehmen wir die linke, validieren das, Achse Propeller 2,
den rechten, validieren das. Das passt und dann brauchen wir noch die Cut-Off-Position. Also da habe ich echt lange gesucht. Und zwar ist das hier Segelstellung Schalter 1 umschalten. Ziehen das hier ganz zurück, validieren das und Segelstellung Propeller 2 zurück, validieren das. Gut, anwenden, speichern. So, ihr habt jetzt gesehen, das ist hier gleich nach vorne geschnellt, das heißt, wir haben die Achse noch verkehrt. Die müssen wir da auch rausnehmen. Energie, Propeller. Genau diese Achsen hier, das Häkchen raus bei Achse umkehren. So, ihr seht, es geht jetzt wieder in die Feather Position. Und wenn wir hier die Condition Lever jetzt ganz zurückziehen, gehen wir in die Cut-Off Position und hier das gleiche mit dem Schubhebel wieder zurück und dann geht er hier wieder sauber in die Idle Position. Ja, also das zu der Belegung. Jetzt schauen wir noch kurz hier in die Kalibrierung rein, wie das aussieht. Wichtig, hier müsst ihr auf Dual Axis, Reverser Axis darf nicht aktiviert sein und dann setzen wir uns hier diese Detents kurz. Wir haben hier einmal die Ground Idle, dann haben wir hier eine Notch vor dieser weißen Markierung und nochmal hier dann vor, bevor wir in den Max Power gehen. So, Idle Position sind wir jetzt. Ihr zieht den Lever ganz zurück, Ground Idle, Set links, Set rechts. Dann haben wir die zweite Notch, die ist hier oben. Da fährt ihr so hin, ihr merkt, das rastet wie ein. Ich habe mir das hier eigentlich auf diese Markierung auf dem Bravo gelegt. Könnt ihr das hier so setzen. Ihr seht, das ist von den Werten her nicht ganz gleich. Und dann haben wir noch die Ramp Notch, das ist die hier, also das rastet auch so wie ein, ihr merkt das, und die setzen wir uns hier auch, und dann haben wir noch den Max Punkt. Gut, Ground Idle, dann haben wir hier die mittlere Position, dann hier die Notch und den Full Power. So, die Flaps habe ich mir eigentlich ganz normal hier auf den Hebel gelegt, oder das hier nutze ich eigentlich fast lieber, das ist Default. Dann das Ganze kurz validieren, dass hier sich keine Werte überschneiden. Okay, und das war's dann auch. Und dann habt ihr hier eigentlich einen sauber konfigurierten Bravo in der ATR 72. So, also dann schauen wir kurz den SIM-Brief-Import noch an. Gehe mal hier in den Hotel-Mode, dass unser FMC läuft. Und zwar
Ich habe den Flug auf Simbrief geplant und dann hier mit dem Simbrief Downloader könnt ihr das Aerosoft CRJ Format, könnt ihr euch hier nochmal einen Download-Folder hinzufügen. Und dann muss das eigentlich ins Work-Folder rein. Ich sage jetzt mal gleiches Prinzip wie bei der CRJ. Dieses Folder findet ihr prinzipiell am einfachsten, wenn ihr hier unten nach Prozent ab Data Prozent und dann Enter macht. Dann geht hier ein Folder auf. Ihr seid dann direkt im Roaming drin. Geht hier eins zurück. Local Packages. Dann habt ihr hier einen Folder Microsoft Flight Simulator. Haben wir es. Jetzt sind wir glaube ich zu weit runter. Hier, Microsoft Flight Simulator 8 WKEY. Es ist eigentlich bekannt, sage ich jetzt mal, dieses Verzeichnis. Dann Local States, nochmal Packages und dann hier drin sind ja nicht immer die ganzen Einstellungen für die Flugzeuge. Hier hat es Microsoft ATR 72 und dann haben wir hier dieses Workfolder. Ihr seht, hier hat es schon diverse Flugpläne drin von mir. Diesen Pfad könnt ihr euch kopieren und dann könnt ihr den eigentlich hier direkt mit Ctrl-V wieder einfügen. Und hier Export-Format. Dann sollte er jetzt da wieder einen Flugplan abgelegt haben. Schauen mal schnell. Genau, 12.12 Uhr. Split nach Genf. Dann, wie wir das hier reinladen, wir machen ganz kurz hier den Post-Init zurück, Flight Plan Init Route. Und jetzt gebt ihr einfach die beiden ICAOs ein, LD SP nach L SGG und fügt das Ganze oben hier bei Ident ein. Dann seht ihr hier, bringt er euch die ganzen Angaben. Ihr könnt das hier mit Execute ausführen und dann habt ihr hier sauber den kompletten Flugplan inklusive Arrival, die in Simbrief geplant wurde, direkt importiert. Also eigentlich völlig easy. Simbrief Downloader, den kriegt ihr auf Simbrief und ja, mehr muss ich glaube ich dazu nicht sagen. So, dann hoffe ich, konnte ich vielleicht dem einen oder anderen mit der ATR helfen, der die gleichen Probleme hatte wie ich. Das war die Config für die ganzen Levers und dieser Simbrief-Import. Ich glaube, so funktioniert das sehr komfortabel und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo, ein Like und einen Kommentar da und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.